Nach dem US-Wahlkrimi gratulierten Menschen rund um den Globus dem künftigen Präsidententeam Joe Biden, Kamala Harris. So wünschte sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass die spezielle Beziehung zwischen den USA und Israel weitergehen möge. Manche Verlierer der Trump-Ära wollen, dass das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. Ein Sprecher der Hamas: Wir fordern den künftigen US-Präsidenten Joe Biden auf, die ungerechte amerikanische Politik gegen das palästinensische Volk vor der Geschichte zu korrigieren. In Indien feierten sie vor allem die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris. Ihre Mutter stammt aus Indien. Alle Amerikaner mit indischen Wurzeln können immens stolz sein, so Ministerpräsident Narendra Modi. Der australische Premierminister: Ich freue mich darauf, eine großartige Partnerschaft im Geiste der Beziehungen aufzubauen, die es seit jeher zwischen den australischen Premierministern und den Präsidenten der Vereinigten Staaten gibt. Ich freue mich besonders auf den künftigen Präsidenten Biden, weil er dafür eine tiefgründige Erfahrung mitbringt und eine tiefgründige Geschichte. An der Grenze zu Mexiko wurde die angedrohte Mauer nicht gebaut. Für Migranten wird es trotzdem immer schwerer, über die Grenze zu kommen. Der mexikanische Präsident: Wir werden darauf warten, dass alle rechtlichen Probleme gelöst werden. Wir wollen das nicht verstolpern. Beispiel: Vor 2 Jahren wurden hunderte Einwandererkinder an der Grenze zwischen USA und Mexiko von ihren Familien getrennt und viele Eltern abgeschoben. Von ihnen fehlt jede Spur.